So, hallo, wir machen weiter bei Super Panda Adventures. Das letzte Mal haben wir schwimmen gelernt. Holy shit, endlich. Und jetzt werden wir von Anfang an nochmal alles ablaufen und uns notieren, wenn uns irgendwo noch was fehlt, was uns da fehlt und wo das ist. Denn es gibt nun mal keine Karte, also muss ich mir halt selber eine imaginäre Karte basteln. Yo, hier war hier irgendwas noch? Ich glaube nicht, ne? Hier hatten wir alles. Hier hatten wir alles. Gut. Dum, dum, dum. Auf jeden Fall kommen wir hier mit Schwimmen weiter, das weiß ich jetzt schon. Ich weiß nicht, ob hier irgendwas mit irgendwelchen Schaltern war, das werden wir sehen. Also mit diesen Rot-Blau-Schalter-Dings. Das werden wir alles sehen. Hier kommen wir halt noch nicht ran. Da bin ich auch gespannt, was da drin sein wird. So, hier können wir jetzt auf jeden Fall schwimmen und kommen an den blauen Schlüssel, das weiß ich. Genau. Wir können auch gleich mal drei Monde kaufen. So, wo ist jetzt die Tür zu dem blauen Schlüssel? Hier in der Höhle war, glaube ich... Also, die Höhle sollte durch sein. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das hier alles ist. Dass wir da alles hatten. Ich hoffe es. Ich hoffe... Oh Gott. Soll ich da nochmal reinlaufen? War da vielleicht noch irgend... Oh, ich werde es bereuen. Was heißt, bereuen werde ich es nicht, denn es sind XP. Ich glaube, hier war nichts... Nichts, was man noch machen könnte. Aber ich würde es halt auch bereuen, wenn es einfach nur ein kleines, irgendwas Kleines ist, was mir halt da noch fehlt. Hier hinten war nur auch... Ja, da kann das jetzt nochmal sehen. Jeder Schalter löst das hier hinten aus und dann darf man keine anderen drücken. Aber das haben wir ja schon geklärt beim letzten Mal. Vielleicht war hier wirklich noch irgendwas. Wir können hier nochmal gucken. Ich glaube, hier oben waren wir auch schon. Ah, fuck. Gut. Gut! Gut mache ich das. Gut mache ich das. Mensch. Ist doch auch gar nichts mehr, oder? Nee. Brauchen wir gar nicht hochlaufen. Bullshit. So. Ich meine, hier hatten wir alles. Ja, nicht darunter segeln. Nicht gut. Ja, hier hatten wir definitiv alles. Da sind noch keine versteckten Gänge. Freund, mach mal sowas nicht. Hier ist nichts Verstecktes. Hier ist auch nichts Verstecktes. Nee. Okay, und hier waren schon die Familie damals. Hier waren schon die Familie damals. Ja, genau. Wait, was baut sich hier auf? Ah, da war wahrscheinlich ein Mond oder so. Haben wir jedenfalls auch. Okay. Sorry, war umsonst. Egal. Also, nicht ganz umsonst, weil XP, aber hey. Umsonst, was Collectibles angeht. So. Ja, wir haben im Dorf natürlich diese Dinger, aber die sind jetzt nichts, wo ich sage... Yo, du bist jetzt hier wieder. Deine Quest ist ja auch beendet. Das ist jetzt nichts, wo ich glaube, was hier... Wobei, man weiß es nicht.
Wie nenne ich die Dinger? Metallkiste oder so. Schreiben wir mal auf. Dorf. Metallkisten. Rechts. So. Womit auch immer man die dann kaputt machen kann. Egal. Wie blöd wäre es eigentlich, Geld auszugeben für sowas wie eine Kirsche, ganz ehrlich. Verstehe ich nicht. So. Big XP. Wir leveln. Was leveln wir denn? Fange Shuriken, um Kristalle aufzuladen, die dich beschützen. Das klingt halt auch nicht ungeil. Das bringt uns aktuell nichts. Ich überlege, was für den Drachen ganz gut ist. Für den Weg des Drachen. Aber ich glaube, das Mana erhöhen ist schon, also den Schaden erhöhen ist schon gut. Und wichtig. Brauchen wir noch einmal und dann sind wir voll. Und da kommen wir jetzt auch ran. Nice. So. Das war es ja auch schon. Okay, mehr ist hier nicht. Gut. Haben wir das Dorf abgehakt. Dann sind im Dorf eigentlich wirklich nur noch diese komischen Metalldinger da. Der Blobbywald. Der Blobbywald. Ich mach gleich mal die Überschrift. Blobby. Blobby. Blobby reicht. Fuck! So. Nicht hier alles runterschmeißen, Conan. Kannst doch auch einfach mal. Kannst du einfach mal nicht alles kaputt machen zur Abwechslung. Hier drüber. Gut, das ist alles jetzt so Double Jump Mondzeug. Das brauchen wir aber nicht unbedingt. An XP kommen wir ja auch anders. Oh, da komme ich ja. Wieso bin ich da nicht rangekommen damals? Oder habe ich das einfach nie? Weiß ich gerade nicht. Entweder ich habe nicht gesehen. Oder keine Ahnung. Hier oben war auf jeden Fall der Roboter, den wir zerstört haben. Da ist auch nichts anderes. Da oben kam man auch schon hin. So. Aber das geht jetzt auch nur. Das fährt jetzt auch nur darüber und dann war da. Was war denn da? Nix. Also da war bestimmt was, aber jetzt ist da nichts mehr. Gut. Gut. Ach, da war bestimmt der rote Schlüssel oder sowas, den wir dann da bekommen hatten. Irgendwas haben wir da jedenfalls bekommen. Okay. Zur linken Seite ist nichts Neues, was wir brauchen könnten. Da war unser Schwert gelegen. So. Das ist vielleicht irgendwann mal irgendwas anderes. Ich weiß es noch nicht. Aber das würde man dann ja durch die Quest mitbekommen, wo man hin soll, wenn es irgendwie heißt. Keine Ahnung, geh zu dem Steinkopf. Würde mir die Quest das ja erzählen. La 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 la. Metzel, Metzel, Metzel. Gut, ich glaube aber da oben waren wir auch schon mal entlang. Ich muss trotzdem den Weg entlang gehen. Es kann ja sein, dass von da aus noch irgendwas anderes war. Wo wir noch nicht weiter konnten damals. Man weiß es ja nicht. So genau. Ich glaube, es gibt auch keine Anzeige, dass man sehen kann, ob man ein Level zu 100% hat. Also einen Abschnitt. Okay, hier ist jedenfalls auch nichts Neues. Okay, in die Richtung war auch nichts. Und hier war, glaube ich, auch schon dann der Exit, ne? Zumindest gleich fast irgendwo dann. Ach, scheiße. Ja, toller Exit. Okay, dann ist hier nichts weiter. So. Dann ist der eigentlich... Kann ich den abhaken, oder? Zumindest was Collectible-Kram angeht. Hier scheint nichts zu sein. Hier scheint nichts zu sein.
Höchstens, wir bekommen mal eine Fähigkeit, dass man fliegen kann, aber dann kann man sowieso alles. Also dann kannst du halt nochmal in den Himmel. Das kann man von hier jetzt ja nicht sehen. Ich schreibe ja nur Sachen auf, wo ich hängen bleibe. Also wo ich sehe, da brauche ich zum Beispiel Bomben oder keine Ahnung. Blobby mache ich mal einen Haken mit einem Fragezeichen dahinter. So. Dup, 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 dup. So, hier waren Bomben, das weiß ich ganz hundertprozentig. Und wie hieß das Gebiet? Ich sollte das vorher aufschreiben. Ach, falsch. Geh raus. Danke. Das sind die Häge. Die Häge. Die Häge haben Bomben rechts. Und ansonsten glaube ich nichts weiter. Aber wir können einmal ganz kurz durchlaufen, weil das ist gar nicht weit. Ach, mein Gott. Dann besuchen wir Jen kurz. Lalalalalala. Ob hier vielleicht zum Beispiel... Ich glaube, eine Metallkiste war hier auch noch, oder? Oder war hier noch was zum Schwimmen? Hier ist so viel Wasser. Könnte auch sein. Nein, hier sind die Metallkisten. Genau. Metallkisten links. Kann ich auch gleich aufschreiben. Met links. So. Denn da, die sind wichtig wegen Orb. Das gibt ein Orb. Ich schreibe natürlich auch nur Sachen auf, die wichtig sind. Wenn ich jetzt Metallkisten sehen würde und dahinter wäre nur ein Mond, würde ich die nicht zwingend aufschreiben. Und so dringend sind die dann auch nicht. So. Zack, zack, zack. Alles kaputt hier. Hey, Jen. So. Was hat er eigentlich zu sagen? Du hast den Weg des Drachen gelernt, Fu. Du bist ein wahrer Champion. Ich bin so stolz auf dich. Nein, ich habe nur den ersten besiegt. Ich habe den Weg des Drachen noch nicht gelernt, aber danke. Danke, dass du mir das jetzt mitteilst, dass ich den gelernt habe. Gut. Ach Gott, Baum der Ewigkeit. Oh, ich will nicht. Ich will da nicht nochmal durchlaufen. Den lassen wir erstmal aus. Hier können wir reingucken. Hier können wir auf jeden Fall in der, im Kristall, in der Kristallhöhle können wir auf jeden Fall rumschwimmen. Überall. Da können wir auf jeden Fall Stuff finden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich glaube, nach links war nichts. Das haben wir jetzt letztes Mal schon abgeklärt. Ich glaube, da war nichts. Da gehe ich jetzt auch nicht nochmal hin. Ich hoffe, dass ich damit richtig liege. Aber hier können wir auf jeden Fall mit schwimmen weiter. In der Kristallhöhle. Das ist 100%. Ja, danke. Das ist hundertprozentig. Und da oben war nicht da oben auch irgendwie. Hier haben wir den Anfang des Buchs der Erfahrung bekommen. Ich glaube, mehr war hier oben nicht, ne? Wir gehen trotzdem nochmal erst hoch. Ja, 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 ja. So. Ach, komm schon. Nope, mehr ist da nicht. Okay. Da oben ist der gelbe Schlüssel. Wie komme ich da? Ach so, Double Jump. Kann ich auch gleich mal aufschreiben. Ist jetzt nicht das Gebiet, aber das verstehe ich unter Kristallhöhle. Bei dem Dude. Wie hieß der Dude? Ach, keine Ahnung. Cool Dude oder so. Kristallhöhle Typ Double. So. Da kommen wir nämlich noch nicht dran. Aber in der Kristallhöhle selbst kommen wir weiter. Je nachdem, ob es da jetzt... Vielleicht ist es auch nur Sterne und nur Mond oder so. Aber auch dann ist es ja schön. Ich könnte mir aber fast vorstellen, dass es eher einen Schlüssel oder sowas hier auch noch gibt. Hier geht es nämlich auf jeden Fall weiter. Und hier waren wir noch nicht. Mal schauen. Stürbige. Ein Orb. Sweet. Sweet. Ich möchte erst wieder 5 Orbs haben. Ich möchte erst wieder mein Schwert. Also ich will erst... Ich will voll auf Angriff. Ich weiß nicht. Was sollte natürlich vielleicht auch auf Verteidigung langsam mal wieder gehen und so Schild und sowas auch erhöhen, aber... Oh, das haben wir auch noch nie gesehen. Können wir auch mal gleich holen. Den blauen Schlüssel haben wir halt. Da brauchen wir auch noch mal. Okay.
Dann sollte ich das auch aufschreiben, solche Türen. Blauer Schlüssel in Höhle führt zu Orb. So. Ups, da wollte ich nicht schießen. Das wollte ich. Durch die Gegend fuchteln. Immer durch die Gegend fuchteln, während man hier rumläuft. Also den gelben Schlüssel haben wir schon. Ah, und hier könnte, weiß ich nicht. Double Jump oder Wall Jump? Was ist da oben? Ist da nur ein Mond oder ist da auch vielleicht ein Schlüssel? Ich weiß es noch nicht. Drunter. Äftel. Double. O.Wall. Führt zu, weiß man noch nicht so genau. Okay. Hier ist nix. War hier noch mehr zum Schwimmen? Ich weiß es gerade gar nicht. So sicher. Ah, da bin ich das letzte Mal hoch, da war nichts weiter, ne? Genau. Achso, also jetzt halt ist da nichts mehr weiter. Da war natürlich was. Was Schönes war da. Es wäre halt schön, wenn wir jetzt irgendwelche Secrets finden, die uns irgendwelche Sachen geben, die uns dann was bringen. Im Sinne von den Relikten oder sowas. Die Relikte sind halt schon cooles Zeug. Vor allem dieses Buch der Erfahrung hätte ich gerne. Ich wette, dann gibt es mehr Erfahrung pro besiegtem Game. Ach! Jetzt kann ich da. Oh, wenn wir einen Game-Schlüssel haben, kommen wir da hin. Kann ich auch gleich aufschreiben, dass wir das wissen. Gelbe Schlüssel, Höhle auch. Gelber. Plus blauer Schlüssel. Hau ab. Und das da ist dann bloß Mond. Dann kann ich aus dem Fragezeichen einen Mond machen. Also nicht sonderlich wichtig. Moment, aber wie komme ich zu der gelben Tür? Dann doch von der anderen Seite, oder was? Wie komme ich zu der gelben Tür? Das muss ich jetzt doch nochmal eruieren. Von der Höhle aus war da ja nichts drin. Ah, hier. Von außen schreibe ich lieber mal dazu. Gelber. Von außen. So. Ich hoffe, ich weiß dann, wo das gemeint ist. Wenn ich das in 3 Jahren wieder lese. Okay. Ich denke, mehr gibt es hier aktuell nicht zu tun. Gehen wir weiter. Hier waren auf jeden Fall Bomben, die wir gebraucht haben. Und zwar rechts. Links, meine ich natürlich. Aber sollen wir nicht sogar den Typen hier oben beim Schattenmorellenberg... Ach nee, den sollen wir den Typen, was wir auf dem Vanillafels finden. Eigentlich haben wir jetzt im Moment nur 2 Quests offen. Palmenparadies, Drachenmeister. Und den Typ hier. Ansonsten haben wir alle Quests aktuell. Ja, also Bomben... wo sind wir? Schatten ist das. Das ist Schatten. Schatten haben wir schon mal Bomben links. So. Hier war auf jeden Fall zum Schwimmen hinten der Orb. Den Orb bekommen wir jetzt, wenn wir schwimmen. Aber nicht hier, sondern weiter hinten. Gut. War hier noch was zum Schwimmen? Ich glaube, hier komme ich jetzt durch. Ja. Zumindest hoffe ich, dass ich da jetzt rankomme. Oh, ich bin mir nicht sicher, ob ich rausspringen kann aus dem Wasser. Das ist doch ein bisschen hoch. Ah, okay. Sehr schön. War hier sonst was? Der blaue Schlüssel fehlt noch. Aber da hinten sind halt auch diese Bombendinger, deswegen denke ich mal, dass das damit zusammenhängt. Nach oben hatten wir, glaube ich,
die Sachen gefunden vorhin mit dem Schatten, mit dem Drachentypen und so. Ich denke, da war sonst nichts weiter. Mache ich mal ein. Ich mache mal ein eventuell mehr, aber ich habe jetzt nicht genauer geguckt, weil ich jetzt nicht die ganze Zeit damit verschwenden will. So. Genau das gleiche gilt eigentlich für einen Baum. Da gehe ich jetzt auch nicht. Gehe ich jetzt durch den... Oh, ich will jetzt nicht nochmal durch den langen Baum laufen. Ich will jetzt auf jeden Fall noch... den Himmelswald machen wir gleich noch. Hier, da gehen wir auf jeden Fall. Da ist am Anfang definitiv das Zeug zum Schwimmen gewesen. Ach, das war nur ein Mond. Ja, gut. Und dann ist hier auch nur noch der Drache, glaube ich. Das hier oben haben wir geholt. Naja. War im Baum was zum Schwimmen oder so Schalterknöpfe? Das ist halt jetzt echt die Frage. Hier war nichts mehr. Okay. Wenn ich das jetzt wieder wüsste. Sollen wir den Typ nochmal zum Abschluss probieren? Ne, machen wir, wenn Mana voll ist. Also der Schaden. Hier waren wir drin. Das haben wir rausgefunden. Hier haben wir theoretisch das Schwimmen gelernt. Da haben wir eigentlich alles, soweit ich das blicken konnte. Hier hat uns gefehlt... Komme ich selber drauf? Da war auf jeden Fall links irgendwie das Zeug noch und so. Ich weiß aber gerade nicht mehr, wie man rangekommen ist. Wir laufen da jetzt nochmal schnell durch. Wir laufen hier nochmal ganz schnell durch. Und dann ist gut. Sind ja wie gesagt XP. Jetzt kann ich das ja immer begründen mit, ja, wir gehen XP farmen. Es ist nichts umsonst. Sehr schön. Und dann gehen wir nächstes Mal auf jeden Fall auf den Vanillafels. Zum Weisen. Nee, hier unten war nichts weiter. Huch. Na, erzähl aber hier. Jetzt aber, nein. Sag mal, ja Mensch. Aber es war auf jeden Fall, ja genau. Das kann ich aufschreiben. Das ist die Wüstenstadt und da gibt es beim Blauen, also blau links. Die Wüstenstadt. Links. Blaue Tür führt zu Orbe. Und deshalb important. Und ich meine... Ach, und ganz links ist ein Bombenfeld. Richtig, das kann auch noch irgendwas auslösen. Ganz links... Bombe. So. Das meine ich halt mit, dass es wichtig ist, das Zeug aufzuschreiben, dass ich weiß, wenn ich zum Beispiel Bomben habe, dann gucke ich auf meine tolle Liste und dann kann ich das ablaufen. Und gehe nicht in lauter Gebiete rein, wo man die Bomben nicht gebraucht hat. Weil das wäre halt Zeitverschwendung. Zum Glück verschwende ich nie Zeit. Gut, dann war hier, glaube ich, noch irgendwo der gelbe Schalter, der zu einem Orb geführt hat. Das war rechts, ne? Richtig. Direkt rechts. Auch gleich mal aufschreiben. Rechts, gelbe Tür, führt zu einem Orb. Aber den gelben Schlüssel haben wir noch nicht gesehen. Oder wir haben ihn schon gesehen und ich weiß es nur wieder nicht mehr. Dann kann natürlich auch sein. War hier irgendwo was zum... Hier war doch... Na, das war nur indirekt zum Schwimmen.
Hier könnte halt zum Beispiel auch der gelbe Schlüssel irgendwie in der Luft rum, weiß ich nicht, rumdümpeln. So habe ich jetzt natürlich keinen Schlüssel gesehen. Wie kommt man da dann rein? Oh, ich habe eine Idee. Ich habe da gerade eine Idee und das möchte ich jetzt noch ausprobieren. Hier war doch ein Schalter, von dem ich gesagt habe, der hat irgendwas anderes ausgelöst. Das haben wir geholt, ja. Da war der eine Teil von der... von der Rache. Nicht vom Drache. Hier war doch ein Schalter, der nach hinten noch gegangen ist. Wo ich so meinte, hä, der löst noch mehr Zeug aus. Ach, hat er gar nicht. Das waren die Blöcke, die wieder aufgetaucht sind. Ich dachte, jetzt ist es vielleicht hier, aber... ist gar nicht. Schade. Hätte sein können. Da komme ich nicht rüber bis, ne? Gerade nicht. Da müssen wir gerade nochmal außen rum. Aber wo ist denn dann der gelbe Schlüssel? Ich würde fast vermuten, dass er da unten ist. Ich sehe es halt nicht. Wir sind nicht bei Mario, also kann ich mich nicht einfach mal runterschmeißen und umbringen. Der Luft ist auch nichts zu sehen. Da fällt man direkt runter von oben. Da vielleicht sind sie auch noch irgendwie... da! Wenn ich von oben runterfalle, komme ich zum gelben Schlüssel. Das machen wir schnell noch. Jetzt habe ich es gesehen. Aber welche Lücke ist es dann denn von oben? Welche Lücke ist das denn dann von oben? Die erste oder die zweite? Wahrscheinlich die zweite. Ups. Nee, die erste. Jetzt laufen wir nämlich ziemlich weit rüber. Ja, hier muss ich runter. Ah! Klappst es. Sweet! Dann können wir den Orb gleich abhaken. Okay, sehr schön. Dann hat sich das nochmal richtig gelohnt. Kann ich das abhaken? Plopp. Und... upsala, hoppala. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.